Ja. Ja, okay. Ich musste mal ein bisschen härter bremsen. Wie auch passiert, ne? Der ist so gechillt, der Typ. Das ist einfach Main. Muss man bremsen, klar. Passiert. Naja, jetzt hat er so sau viele Punkte gemacht. Dieses Jahr hat er gerade mal irgendwelche 40 oder so. Ja, schlecht waren sie jetzt heute nicht. Aber ich glaube, wenn der Russell da gewesen wäre, hätte der dir auch noch gesplittet. Ich verstehe nicht ganz genau, was mit dem Lance jetzt los ist eigentlich. Dass der Alonso so vorne mitfahren kann. Und der Lance ist da einfach wild. Und muss ich in die Box eigentlich? Stand da irgendwas zufällig? Nicht aufgepasst. Muss ich mit Jeff hier reden oder was? Ey. Meint ihr das mit dem Kevin Magnussen oder was? Und dem Lance, oder? Wer waren die zwei Idioten da? Ich war da, glaube ich, gerade auf Toilette oder so. Bin dann zurückgekommen, auf einmal standen da. Der eine blockiert den anderen mit einem, die haben einfach eingeparkt. Ich dachte mir, was zum Fick? Ich habe nur gesehen, Haas, hab gehofft, es ist kein Hülkenberg. Ich weiß gar nicht, wo ist denn der? Ist denn der Perez? Welcher Platz? Gelandet. Ich weiß, bis nach den Ferraris. Ist der nach hinter den Ferraris oder was? Wo ist denn der? Also Verstappen? Alonso? Hamilton? Dann die beiden Ferraris, Leclerc und Dings da? Und dann? Ja, genau. Seitdem er das gesagt hat. Oh, scheiße, ich hab vergessen, wo ich bin. Oh, nee. Nee, Digga, ich hab vergessen, wo ich bin. Kurz weggeschaut und vergessen, wo ich bin. Nee, aber ich glaube, ich muss zur Box, oder? Und deswegen bin ich so weit vorne. Den Nick gewacht. Ich weiß nicht. Der ist ja auch nicht so geil jetzt leider. Aber es liegt ja McLaren selbst. Die haben sie ja so gelobt, aber halt erstes Jahr in der Formel 1. Und hat nicht der diese Scheiße da abgezogen mit dem... Das ist der McLaren. Zum anderen Team. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 2,1 Sekunden.
die diese Scheiße ab. Geht dann zum anderen Tier und ist da auch scheiße. Naja, sollte doch zu Alpha, zu Tauri. Ich wollte nicht sagen, weil ich verwechsel immer Alpha Romeo und Alpha Tauri. Ich habe nichts gesagt. Ich bin gesagt, doch zu Mechlan und da ist er jetzt scheiße anscheinend. Ich finde den gar nicht so schlecht, der war am Anfang mal komisch, aber was willst du mit diesen Müllautos machen? Und ich muss euch sagen, ich bin der Meinung, dass Ferrari die ganzen Fahrer verschleißt. Also das Vettel wurde verschlissen, der Leclerc wurde verschlissen. Keine Ahnung, irgendwie tut Ferrari die ganzen Fahrer verschleißen mit ihrer Scheiße da. Ach, das war gar nicht der Nick de Vries, okay, das war für Piastri. Okay, gut, gut. Ach, ich verwechsel die eben. Ich kann mir keine Namen merken, so richtig. Dann war das halt der Piastri. Digga. Also ich befürchte, ich muss an die Box. No joke. Ich befürchte, ich muss an die Box. Weil es ist ein verficktes Rennen. Und es war schon jeder in der Box, nur ich nicht. Woher weiß ich denn, was ich in die Box muss oder nicht? Wer sagt mir das denn? Ich weiß nicht mehr, wie ich das mache. Digga. Ich hab jetzt irgendwas gedrückt da, keine Ahnung. So, was ist denn jetzt? Jetzt hab ich Y gedrückt anscheinend. Ich weiß nicht, wie diese Kacke da ändern soll, wenn die Reifen sieht. Y ist es nicht, B komme ich, schaue ich nach hinten. Was mit A? Habe ich irgendwas anders gedrückt. Ja, im Zeitfahren sind die Reifen immer top. Richtig, sind immer top Kondition. Ich habe halt überhaupt nichts. Ich kann. Jeder Kurve wischt es mich nur noch irgendwie. Ich kann überhaupt nicht mehr richtig Gas geben oder so. Ich drehe da und durch. Ich kann es einfach. Es geht da gar nicht mehr. Scheiße, die Box ist scheißegal. Okay. Was? Ich weiß nicht, was ich da drücken muss. Was ist eins? Los, gib Gas. Der Stopp war langsamer als geplant, weil du zu spät eingebogen bist. Deine Mutter ist zu spät eingebogen. Aber ich konnte sie trotzdem. Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Ich hatte letztes Mal A gedrückt, jetzt habe ich B gedrückt. B ist halt rückwärts schauen. Aber es zählen ja Knöpfe. Irgendwie so. Knöpfe haben ja 1, 2, 3. Muss man da mal so ein Layout irgendwo hin tun? Aber ich war noch im Boxenfenster. Stand 10 bis 13. Oha. Auf einmal kann man lenken, oder was? Fünf Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ja, danke für nichts, ihr zwei Rennprofis. Jetzt habe ich schon mal dieses LSB hier gefunden, schau.
Akzent, dann ist das super. Ja, okay, hab halt jetzt Grip. Ach du Scheiße. Was waren das für Reifen vorhin? Okay. Oh, oh, lol. Viel später bremsen, viel besser lenken, viel früher Gas geben. Was zum Fick? Jetzt habe ich Reifen. Davor hatte ich einfach nichts. Oh, aber jetzt sind die auch gleich alt, wenn ich die hier durch, wenn ich hier einen Bremsplatten reinkriege. Ich habe ein neues Zeichen reingemacht als Spaß. Das, was ich in Twitter gepostet habe, wo ich so schief schaue, das müsste Lull heißen oder so. GexTV, Lull oder so. Da könnt ihr eh aussuchen. Da, wo ich so schief schaue, so skeptisch. Weil ich geschrieben habe, ich bin ja schon seit April bei Kick und für 0 Euro. Das ist ja kein Wunder beim einen Viewer-Streamer. Nachdem ich 9 Jahre bei Twitch Fail war. Einfach Geld regelt die Welt. Ich könnte mich so aufregen über manche Posts. Aber ich bin noch sehr, sehr zurückhaltend, was das angeht. Und das Twitter brennt. Und ich da gecancelt werde, genau. Einfach anstatt ein Null-Viewer. Wow. Voll gecancelt. Boah. Der Grip hier, Alter. Jetzt fühlt es an wie im Training. Bitte spiel in die Box gekommen. Vergiss nicht dein Reifenmanagement. Was für ein Reifenmanagement? Wir haben 2 Runden, Huren. Vergiss nicht, die Fresse zu halten, wenn ich hier fahre. Leave me alone and know what I'm doing, bitch. Warum noch? Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Wieso will der nochmal an die Box? Wo sind wir denn hier? Wegen 2 Runden oder was? Ja, mach 7 Stops. Meine Reifen sind frischer als deine, leck mich. Der fährt, als ob er Intermediates hätte, der Loser. Oh, und ich fahre genauso. Ja, musst du denn bremsen? Hast du denn keine neuen Reifen oder was? Harte Reifen fährt ja. Boah, ich hätte viel früher in die Box gehen müssen. Letzte Runde, gib Gas. Ja, komm, wir gehen nochmal in die Box. Was ist denn das für ein buntes Auto da vorne? Dave macht das ja auch so beim Rennen, ja auch. Er fährt hier nur mit oder gegen Leute, die halt schwächer sind, damit er halt ein gutes Gefühl hat, dass er gewinnt. Gegen die, weißt du?
Schade, ich hätte den 9. überholen können, dann wäre ich 8. Das hat er beim Alex ja auch so gemacht. Wir wollten unser Ziel erreichen und du hast es übertroffen. Und dabei bist du auch noch sauber gefahren. Ich hab's über getroffen, da steht mindestens Platz 5, Alter. Hätte ich vielleicht einen früheren Wechsel geschafft. Ich war ja Platz 3 oder 4 war ich am Anfang. Ein weiterer spektakulärer Grand Prix in Bahrain wurde... Scheiße, jetzt will ich nicht erreichen, die Scheiße nochmal fahren, oder was? Eine sensationelle Leistung der drei Fahrer, die sich jetzt... Jetzt hat keiner das neue Zeichen gepostet. Jetzt muss ich mal selber gucken hier. Was ist denn die Maus? Hier. Ja, ja, ist ja gut. Beste, oder? So ist es blank. So ein Gagskopf, der zur Seite schaut. Das ist wie dieses Twitter-Ding da, warte. So, das war der aktuelle Post hier. Ein bisschen größer hier. Das ist der jetzige Post. Ey, das ist so geil. Das ist so geil, was hier abgeht. Was hier abgeht. Da hier, das ist das. Hier, deswegen. Das habe ich ja geschrieben, bin seiner Pill of Kick nach 9 Jahren Twitch-Fail, hab kein Geld von Kick bekommen, sad life. Du bist aber ein Viewer-Stream, Geld regiert die Welt. Schmollendes Gesicht, okay. Ich wusste nicht, dass es schmollendes Gesicht ist. Ja, dann gefeiert, dass der Sea of Kick ist, gefeiert, dass der Exclusive of Kick ist und jetzt bin ich hier online. Und dann noch geschrieben, was ich mit dem Geld machen würde. So ist das. Ja, ja. Handy-App soll eh nicht so gut sein, meinte Keksi. Wir sind Rad an Rad gefahren. Worden? Wir haben Nervenkitzel und Aufregung. Ach so, 0. Ja, macht ja nichts. Dann passt es ja. Mehr braucht man nicht, um glücklich zu sein. Ja, schau mal, was für Autos die haben. 212... Ich habe 176. Ey, ich fahre mit ganz, ganz schwachen Autos. Ja, fordere mal Xander raus hier, Dave. Der macht die nass. Gar keine Chance hier. Ach so. Da steht sogar da, wie... Nee, was... Also, was war... Die waren 276? Garage. Y. Ausrüsten. Ja. Ausrüsten. Let's go. 182 jetzt. Geil, Mann. Oh. Natürlich den ausrüsten. Den hier. Vertrag zu weisen. Zack, neuer Teamchef. Scheiße, den anderen Idioten, ey. Der kann ja gar nichts. Da, zack. Neuer Technikchef, oder wie der heißt. Weg mit dem anderen Schmutz. So. Hab ich. Ja, all gibt es anscheinend nicht, wa? Okay. 190 jetzt, geil, Mann. Schneller das Auto. Okay. Ich habe die Tage noch ein Unboxing gemacht. Aber ich habe noch nicht geschafft, es zu schneiden. Ziele sind optionale Herausforderungen,
bei denen du zusätzliche Belohnungen erhalten kannst. Okay. Wenn du ein Ziel abgeschlossen hast, komme zurück und fordere deine Belohnung ein. Ja. Ich komme, bin da. Her damit. Hey, ich habe gesehen, dass dieses Summer Games Fest ganz viele neue Release-Dates hat. Sogar, Ding hat ein neues Release-Date. Forza, irgendwas mit Oktober, ne? Irgendwas mit Oktober, glaube ich. Und gibt's nicht noch ein neues Ride? Ride 4, Ride 5? Weiß nicht. Was habe ich jetzt bekommen dadurch? 1000? Tolle Leistung. Durch den Abschluss dieser Ziele hat dein Team wertvolle Erfahrungen gesammelt. Jetzt kannst du die Verkäuferziele in Angriff nehmen. Unter Verkäuferziele kannst du dir die Ziele ansehen. Da fahren wir auch Koop, Digi. Ist kein Problem. Kannst du ein bisschen Spaß haben. Rennwoche. Fahre 100 Meilen in Kanada. Boah. Wann endet denn die Woche? Ja, The Crew. Oh mein Gott, aber leider wird The Crew nie so geil wie Test Drive sein. Und Test Drive kommt ja auch das Neue. Also Forza Motorsport, also nee, Forza Horizon ist ja der Nachmacher von Test Drive. Unlimited 1 und 2 von Atari. Ist nie da rangekommen. Mal schauen, wie Crew wird. Crew 1 war gigantisch, Crew 2 fand ich riesen Fail. Jetzt kommt Crew Motor Festival, sieht halt schon ein bisschen wie Horizon aus. Also extrem. Schließe 5-mal einen Mehrspieler Grand Prix mit zufälligen Strecken ab. Und wann endet denn die Woche? 11 Stunden, glaube ich, gell? Eins war doch gigantisch, Alter. Bis 2 mit dem scheiß Boden alles da. Okay, Ziele. Also 11 Stunden habe ich für die Ziele noch. Was können wir denn noch schaffen? Fahre insgesamt 250 Meilen in einem F1 World Auto. Schließe 10 Ziele von demselben. Saisonziele. Das, da haben wir ja noch genug Zeit. Meilen in Kanada. Spinnt der? Bist du wahnsinnig? Was ist denn das? Ranglisten-Mehrspieler-Modus. Lizenziertes Event diese Woche: Kanada, Japan, Brasilien. Suche Rangliste. Oh Gott, Matchmaking. Oh, scheiße, Alter. Wie heiße ich denn hier? Ich hoffe, ich bin nicht Gangster. Wie das ist ja Katastrophe. Jetzt fängt das schon wieder an. Das ist ja halbes LOL hier. Mit Matchmaking hier. Oh Gott, Gagstivi. Ja gut, wenn jemand Gagstivi hat, denkt er sowieso auf Twitch, aber ist er nicht. Happy FA. Subentus. Habt ihr denn gesehen, was jeder auf Twitch spielt, dieses Only Up da? Was haltet ihr von dem? Bin ich eigentlich stark? Bin ich lustig. Wollte eigentlich was trinken, aber egal. Jeder hat's gespielt. Also alle Top, also die ganzen Top 10. Jede Bubble. Minecraft Adventure Map nachmachen, kenne ich nicht. Also ich kenne Minecraft schon, aber ich fand's schon lustig. Echo Lens Sir Lordi Venom. Oh. Ansicht des Hauses von Husks. Hus? KSK. Ja, da bin ich auch. Kreissparkasse. Gegner, Alter. Ranglistenmodus. Brasilien. Blitzqualifying. Ja, hey, ich bin jetzt Brasilien nicht mehr gefahren. Ich habe auch keine Ahnung, was ich jetzt hier aussuchen soll oder nicht. Ich drücke einfach weiter. Einfach so reingeschmissen hier. Oh mein Gott. Bin noch beim letzten IRS-Stream von Hugo und Kevin letztens. Bist du da in Köln, wo sie bei dem Boot gefahren sind, oder bist du einen Tag davor, wo sie grillen waren?
Wir sind Helden heute Nacht. Da ra da ra da ra da. Wir sind Helden heute Nacht. Yeah. Okay, das ist auch das Ende dann. Das ist dann das Ende. Let's go. Schau mal, 1 gehe zur Strecke. Ich drücke A, passiert nichts. Ich drücke B, passiert nichts. Ich drücke Y, X. X ist 1. X ist 1. Sei froh, dass der Hugo das draufgelassen hat, aber beim Palatte hat er das LVOD gelöscht. Bei Hugo war es auch mal einen Tag kurz weg. Irgendwas war anscheinend da. Oh, du Scheiße, Digga. Boah. Wieder zu laut oder was? Ich habe die Lautstärke vorhin vom Quatschen gelassen. Kannst du noch ein bisschen leiser machen? Mitte ohne Kollision gleich. Ach so, als ich versucht habe, mit Wasser zu werfen, dann hängt er da so komisch da an. Ja. Ich weiß. Ja, ich habe jetzt auf 70 wieder. Und ich vorhin auf 50 hatte, aber ich glaube, ich bin eh viel lauter, oder? Ja, wir haben wieder. Ich hätte sofort getweetet heute. Immer dieses, wir supporten die Streamer, die hier sind, die da ankommen, wir supporten hier und da. Ja, gib mir 27p. Gestern als exklusiv das erste Mal gestreamt mit seinen 54k Zuschauern, ist ganz Kick zusammengebrochen. Aber das Geile ist ja, dass Amazon daran verdient. Je mehr Leute zu Kick kommen, desto mehr verdient Amazon darunter, weil Kick mietet die Server von Amazon. Also Amazon macht nicht so ganz viel Verlust, wenn die Leute verlieren. Ich muss immer mehr Server mieten von denen. Die sind nicht billig. Ja. Relax, take it easy. Habe ich direkt geschaut, sehr viel aufgegangen. Aber um die Zeit, glaube ich, ist nicht mehr ganz so viel los. Nur zu Primetime. Ich habe schon vorhin gesagt, wenn die ganzen Plebses hier rüberkommen, gibt es für mich keine Kapazität mehr. So, also erstes Online-Rennen hier fahren wir. In Brasilien. Sao Paulo. Hier, wie heißt es? Zwischen den Seen. Interlagos. Achso, habe ich getweetet, habe auch schon vorhin gesagt, hey, ich will auch, was soll der Scheiß? Ich bin freiwillig hier ohne Kohle, kannst du alles bei Twitter sehen, habe ich getweetet an Kick Livestream, an Kick selbst, ich habe alles getweetet an die. Kein No Joke, habe ich alles gemacht, Dave. Also 1 ist X, ja, da steht, 100 Millionen Dollar, bla bla, who else wants this deal? Na klar, habe ich gesagt, rein. Aber da haben so viele drauf. So viele drauf reagiert, Alter. Anscheinend sind sie unsichtbar, oder? Gottes Willen, was ist das für ein Rennen?
Ist doch nicht schlimm, kannst du ja trotzdem durchlesen. Ich ja auch nicht, aber ich habe alles, 2014 habe ich halt alles angefangen, ne? Wegen Streaming. Jede Plattform, auf der ich bin, existiert seit 2014 bei mir. Wegen Streaming halt. Dann bleibt ja keine andere Wahl, du musst dich ja irgendwie dann, ne? Bisschen zur Schau stellen oder irgendwie dich da promoten. Xbox. Was ist mit dem, Loser? Was für ein Pisser, Mann! Hat sich einfach gedreht! Als ob es nass wäre! Was ist denn mit dem? Xbox! Da ist es keine Straße! Da ist eine Wiese! Ja, von der Logik her vielleicht ja, Olli. Aber es ist ja Fanatic, ne? Glaube ich jetzt nicht, dass das so passt. Boah, da steht noch einer! Mann, diese Idioten, die können ja nochmal Auto fahren! Xbox kennt man, ja, weil grün. Was für eine enge Linie ich fahre, oder? Warum schon X-Mock müssen wir überholen? Was? Das Ding hat fucking 18 Runden? Why nobody tell me that shit though? What? Wir können jetzt das DRS verwenden. DRS verfügbar. 18 Runden? Du verlierst ein wenig Zeit gegen deinen Hintermann. Ich weiß. 7 bis 9 bis 17? Ich muss aggressiver fahren, Alter. Sieht so aus, als käme der Regen. Wir erwarten ihn in etwa 5 Minuten. Bis zum Regen. Seriously? Scheiß Wetterfrosch. Nichts zum Essen gegeben, im Wetterfrosch, oder was? Oh, ja, ist echt, oh je. Da muss ich mal eine Fanatic-Einstellung sehen. Man kann ja sogar diese Dinge aufkleben dann, ne? So, momentan das Xbox. Das Xbox-Layout aufgeklebt. Aber man kann auch diese anderen Dinge aufkleben, die Zahlen. Ja, Digga! Ach, Mann! Kommt nicht. Okay, sehr gut. Drei saubere Runden in Folge. Scheiße. So. Das ist ein Steam-User. Okay, der darf überholen. Da los, dann machst du so viel Gas gegeben. Fährst dich quer, siehst du mehr, du Arsch. Steam-User. Kann sich mit Xbox anstellen, eine Reihe. Ab zur Xbox in die Kiste. Ja, Steam ist schneller im Gras. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 4,9 Sekunden. Ich bin platt, ich bin 10. Okay. Ja, so bleibt es nicht. Okay. Aber immer eine Strecke, die ich halt kenne halt so, ne? Ey, wieso lenke ich nicht mehr jetzt mal? Mal ehrlich.
Lenk doch einfach mehr, Gex. Was ist denn mit dir? Steam User left the channel. Oha. Scheiße, zu viel Gelenk. Frei dich dahinter ein und versuch dran zu bleiben. Vielleicht gibt es eine Chance, den Platz zurückzuholen. Krass, Mann. EA ist da einer. Das ist ein Dude. Gute Nacht hier. Sieh, unser Truck. Wir spielen im Landwirtschaftssimulator 22. Nächte. Oh, Digga. Oh. Xbox hat aufgegeben, einer, habe ich gesehen. Sehr gut. Wie sagt man so schön? Beständigkeit ist die halbe Miete. Achtung, Achtung. Da war wieder ein Xbox-Typ. Ach stimmt, es war Xbox One, gell, nicht Xbox X. Wegen Xbox X ist schneller. EA Sports in the game. Ist in der Wiese. Was habe ich gesagt? S oder was? Nur X? Ja, ich meinte ja Xbox X. Ja, das Series, das braucht man nicht sagen. Das ist ja Schmarrn. Ich sag ja auch F1, nicht Formel 1. Du Allmann, du. Xbox 6 und SES, okay. Du bist jetzt in den Top 10, weiter so. Also irgendwie fängt... Die Reifen können doch nicht so schwach sein, oder? Aber ein bisschen mehr Rutschen habe ich, ein bisschen mehr, oder habe ich zu viel Gas gegeben? Was ist denn alles klar? Was passiert? So, du hast vorhin gar nicht mitbekommen, Dave, was ich gemeint hatte, wegen dem Spar oder so. Also ich wäre mit dabei, wenn es funktioniert. Ich wollte noch darauf antworten nachher hier. Coole Idee. Aber Olli meinte anscheinend wird's nicht funktionieren. Eher weniger. Diese Runde, jetzt mach Druck.
Ist das LFM oder wie? Ich weiß, dass man zu LFM braucht man ja ein Dings, da so ein, da braucht man ja, muss man ja bestimmte Zeiten sowas da fahren, damit man da reinkommt. Auch als Spektator? Wollte ich gerade fragen, mein, wie witzig wäre es denn, wenn ihr gegen Santi fahrt? Es regnet. Sag mal hier, mach mal hier Boxen, der Typ hier, Dave, was soll ich machen? Soll ich Intermediates? Das Shift auf jeden Fall. Gott, ich hab gedacht, ich hab 5 Sekunden bekommen. Aber der vorne und der hinter mir. Wegen Box, ne? Kann ich es bestätigen? Ist das schon bestätigt? Ist das schon bestätigt so jetzt oder nicht? Grüne Flagge. Ja, okay. Boah, ich weiß es nicht, ich hab, ob das jetzt, ob, ich hab nämlich alles automatisch. Ich weiß auch nicht, wo mein Limit ist und so ein Scheiß. Also weiterfahren? Gut, gut, gut. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 1,5 Sekunden. Abstand zum Auto hinter uns 7,3 Sekunden. Ich glaube, die haben normal gewechselt. Ich habe nur zu viel Gas gegeben. Aber die müssen irgendwann so eine Grafik gemacht haben, da es jetzt einfach schöner ausschaut. Okay, manche Autos sind unter diesen Bedingungen bereits am Kämpfen. Wenn wir aber jetzt schon auf Intermediates wechseln, werden wir viel zu langsam sein und sie verheizen. Mach einfach das Beste draus. Ja, ich, okay, okay. Echt? Schon bei 30%? Aber ist doch 30 von 100%. Das klingt halt so. Ich glaube, 30% noch voll okay wären eigentlich, was das angeht. Der schon wieder. Der Stiemler. Okay, wir haben eine Position verloren. Wir sind um einen Platz zurückgefallen. Boah, Digga! Boah. War ich falscher Gang oder was? War ich falscher Gang? Hab zu viel Gas gegeben? Box. Aber die anderen haben alle. Schau mal an, die haben Ding. Trockenreifen. Du siehst. Also ich habe jetzt auf Intermediates gestellt. Das Radar
zeigt wolkenlosen Himmel auf dem Weg hierher. Noch ungefähr 10 Minuten Regen. 10 Minuten Regen? Ja, aber nehmen wir Intermediate in den 10 Minuten, oder? Ich weiß nicht, wo hier die Box ist. Ach, da. Sieht aus, als sei die Boxencrew bereit, sich um das Auto zu kümmern. Sie werden versuchen, den Stop so schnell wie möglich durchzuführen. Boah, die haben aber alle Trockenreifen, glaube ich. Geschätzte Lebensdauer ist nur 20 Runden, oha. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Ja, genau. Uiuiui. Ja. Viel früher bremsen, ja. Was? Probier ich. Oh, Digga. Joi. Boah. Fraggers weg. DRS? Achso, deaktiviert. Ich dachte schon aktiviert. Schon, was ist mit dem? Okay, das DRS wurde von der Rennleitung deaktiviert. DRS ist, auch sicher ist jetzt so. Deaktiviert. Ist doch richtig, so meine ich. Halber LKW hier. 34,1 Sekunden. So meinst du? Okay. Mit Kord schalten. Ey, der Steam-Typ ist auch raus. Läuft. Darf man nicht überholen. Oder? Ist doch gelb. Ist der despawned? Ja, jetzt ist wieder grün. Okay, haben wir einen Platz verloren. Keine Ahnung. Ich dachte, ich darf den nicht überholen bei gelb. Ja, okay, scheiße. PlayStation ist da gekommen. Ich war doch genau im gelben Sektor. Ich war überrundet. Ich habe jetzt auf den Typen geschaut, leider. Nicht aufgepasst, Digga. Mein Xbox-Freund ist da. Das war so
So, das war überrundet. Ah, scheiße. Ich weiß nicht, wo der Stand, habe ich nicht gesehen. So viel. Ah, ich bin stehen geblieben. Einfach stehen auf der Strecke, kam da der andere. Der hat auch Intermediates. Der sich vor mir weggedreht hat, hatte glaube ich noch Soft. Strecke stehen geblieben, krass. Du verlierst pro Runde eine Sekunde auf deinen Hintermann. Eine Sekunde. Ja, der bleibt ja auch nicht auf der Strecke stehen. Na gut, der kann ja einfach durch mich durchfahren, ist ja egal. Blaue Flagge, blaue Flagge. Der für Reifen? Platz 1 oder was? Abstand zum vorausfahrenden Auto 3,3 Sekunden. Oh, das ist ja egal. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 33,1 Sekunden. Für etwa 4 Runden. Ach, ich muss letzte Runde nicht mehr fahren, okay. P9, erstes Rennen, P9. Also, Hauptsache gefinisht. Es gibt viele DNFs. Au. Au, 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 au. Okay. 5 Sekunden Strafe, irgendwas nicht erfüllt. Ich? Ich hab da nicht geschafft, da durchzukommen. Ich rufe da mal wieder an. Ich kann dir auch E-Mail schreiben, aber ich dachte, ich rufe da an, durch halt einfacher, das zu erklären. Zwei Minuten dauert es jetzt? Taste 5. Taste 5, 6 ist... 5 ist durchschalten. Hier ist 1. Der ist doch noch drin. So, zwei dann, zwei Zuschauer. Das Rennen war sauber, aber wir müssen besser werden. Wir müssen unser Ziel erreichen. Da ist noch Luft nach oben. Ja, was ist denn das Ziel? Lance Armstrong hat gewonnen, dass der auch Auto fahren kann. Ich dachte, der kann nur fliegen. Oh, bitte nur einmal.
ein Rennen oder eine Runde ohne Schmerzen fahren wird. Oh, so geil. Oh, Gott, 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 Gott. Bitte, 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 bitte. GZ, GZ, GZ. Oh. Jawohl. Ich glaube, die Kamera ausmachen kann. Kamera? Nee. Jawohl. Bin aufgestiegen. P9, bin zufrieden. Bin zufrieden. Fünf Plätze vor dem Qualifying. Endet. Geht es jetzt einfach hier weiter oder was? Nee, oder? Ich muss gleich mal kurz aufstehen. Ich muss gleich mal kurz aufstehen. Eine Sekunde. Dann kann ich ja schiffen gehen in der Zeit. Achso, warte, hier Y da. Ausrüsten. 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 Ah, ne, hätte ich auch ausrüsten können. Ja, okay, warte. Mit 94. 188. 200 hier, episch, guck mal an. 161. 192. 208, ja. 160. 207. Okay. 219 war hier sogar. Legendär. Ich habe eins geskippt. Ja, das würde ich mal so machen, wenn ich nicht am Stuhl sitze, weil ich habe ja dann nur begrenzte Zeit und ich glaube, da brauche ich ein bisschen. Wisst ihr? Mach ich mal entspannt vom Ding hier.